Für diesen todkranken Jungen erfüllt sich gerade ein Traum. Denn heute öffnet Legoland nur für ihn. Oh, die Pferde, ist ja süß. Die Pferdekutsche. Oh mein Gott. Nachts einzuschlafen kostet den kleinen Jerome viel Mut. Der 10-Jährige hat Angst, nie mehr aufzuwachen. Denn Jerome aus Günzburg ist unheilbar krank. Irgendwann mal kam halt dann raus, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Und so haben halt entschieden, dass ein Neurologe eingeschalten wird. Die Psychologin hat es entschieden. Und da kam halt dann einen Tag vor der Entlassung diese Krankheit eben raus. Da hieß es aber damals spinale Muskelatrophie Typ 2. Es wurde auch dann ganz schnell herausgefunden, dass er eben Typ 1 hat. Typ 1 ist der schlimmste Typ. Abkürzung ist SMA, spinale Muskelatrophie. Genau, da hieß es dann, er hat der schlimmste Typ. Seine Lebenserwartung 2 Jahre. Ich meine, er wird jetzt dann 11 Jahre alt. Wer hat es erwartet? Ich meine, es hieß 2 Jahre. Dann hieß es ja, er kommt nicht übers 10. Lebensjahr. Das waren halt immer solche Methoden, die ich eigentlich nie wissen wollte. Mein Sohn ist halt eben ein Wunder. Ich ziehe es mit ihm durch bis zum Ende. Sein größter Wunsch, nochmal ins Legoland. Obwohl der Freizeitpark wegen Corona geschlossen ist, öffnet er für Jerome tatsächlich seine Pforten. Der Junge ist überglücklich. Worauf hast du dich am meisten im Legoland gefreut? Alles. Der kleine Jerome wird auf einer Trage durch den Park geschoben. Er hängt an einer Beatmungsmaschine mit Sauerstoff und wird künstlich ernährt. Mit dabei ist das Team vom Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund. Sie erfüllen schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch. Natürlich ist auch seine Supermama dabei. Durch die Muskelkrankheit hat Jerome große Schmerzen. Doch heute strahlt er vor Freude. Jetzt rate mal. Mir geht's hervorragend. Ja, oder? Gell? Wenn du glücklich bist, ist Mama auch glücklich, gell? Ganz einfache Logik. Ja. Wie lange ihr Kind noch bei ihr sein wird, will Tanja nicht wissen. Ich habe eigentlich aktuell schon seit Jahren nur einen einzigen Wunsch, seitdem ich weiß, dass er krank ist. Dass wenn dieser Tag kommt und er wird kommen, dass es kein großes Leid für ihn ist. Legoland, ein unvergesslicher Tag für Jerome. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.